Wir kommen zum letzten Talk für heute, den für uns Jan Wagner halten wird. Und er wird ein bisschen was über YOLO Web Development erzählen. Ich denke mal, das ist ziemlich hip. Schauen wir mal. Hallo. Nachdem ich gestern im Vortrag von Medin war und er zahlreiche Tipps gegeben hat, was man so machen kann, wenn man nicht weiß, was man sagen soll, versuche ich erstmal abzulenken. Ich habe ja was vorbereitet. Gibt es mal nach hinten durch, ihr könnt es entweder benutzen oder gibt es einfach weiter. Ich habe auch da schon mal taktisch Stifte noch postiert, falls ihr keine habt. Ihr dürft gern laut rufen, bitte aber nicht so laut, dass ich hier vorne umfalle. Okay, also warum bin ich hier? Was mache ich? Ich bin arbeite bei einem kleinen ISP in Oberfranken, in einer Stadt, die wahrscheinlich kein Mensch kennt. Dort hatten wir die Anforderung halt, wir machen Monitoring, okay. Wir haben Debian eingesetzt. Nachdem das Paket so ein bisschen verrottet war von einigen Monitoring-Tools, habe ich gesagt, okay, da muss irgendwas passieren. Bin dann so in diese Monitoring-Gruppe in Debian reingerutscht. Und da auch geblieben, habe ich dann um die Monitoring-Plugins gekümmert. Damals hieß es noch Nagios-Plugins. Und irgendwann mal war ich dann in dem Upstream-Projekt drin, also in Monitoring-Plugins. Warum bin ich jetzt hier? Eigentlich hatte ich meinen Vortrag für die OSDC eingereicht, im Frühjahr war das, glaube ich. Und hat Bernd gesagt, ja, toller Vortrag, aber ist alles voll. Aber komm doch zur OSMT. Da darfst du dann was dazu sagen. Ich nehme an, das liegt daran, weil Monitoring-Plugins und so. Okay, versuchen wir erstmal einzusteigen. Wie hat man früher Softwareentwicklung gemacht? Naja, mit einem ganz normalen Editor hat irgendeines von den Tools da benutzt, Kate, Joe, hat was geschrieben und hat es dann irgendwo hin transportiert mit CP, R-Sync, FTP, was auch immer. Was ist daran blöd? Naja, meistens wurde irgendwie was bearbeitet, dann stellt man fest, so, ich habe das jetzt bearbeitet, wenn ich das jetzt speichere, dann ist es sofort produktiv, muss ich ein Backup machen. Dann kommen da so tolle Sachen wieder unten raus irgendwie. Unterstrich Production und keine Ahnung, irgendwas mit Jahreszahl und irgendwann weiß niemand mehr, was ist denn das eigentlich, wer hat das geschrieben, warum ist eine Änderung. Und dann hat man es irgendwie vielleicht noch wohin getragen, wie gesagt, mit den Tools, SCP, R-Sync, FTP und so weiter. Weil es ist nicht so schön. Okay, dann kamen die Versionskontrollsysteme auf. Da konnte man schon sagen, okay, was hat sich geändert? Wann hat sich es geändert? Wer hat es geändert? Und vielleicht auch warum? Ja? Vertreter davon waren CVS, Subversion und RCS. Wer hat RCS benutzt von euch? Okay. Mein Beileid, ich habe bei CVS angefangen, aber das war auch schon schlimm. Also ich meine, zumindest der Weg nach oben dann wurde immer schlimmer. Die hatten aber ein Problem, und zwar, immer wenn ich da was bearbeitet habe und das irgendwie committen wollte, ja, brauchte ich irgendwo auf der Gegenseite was, das heißt, ich brauchte ein Netz. Oder aber ich habe es lokal gehabt, dann hat niemand was anderes davon gehabt, das heißt, ich hätte können auch eigentlich mir... Bis auf die Versionskontrolle, das eigentlich Austausch war da nicht. Also das Problem, wenn der Server halt down ist, ich kann nicht entwickeln. Also ich kann schon entwickeln, aber dann läuft es halt aus dem Ruder. Und bei SVN war das mehr so linear. Ja? Also Branching ging nicht und all die Geschichten. Und jetzt? Was hat man gemacht, um das zu beheben? Die ersten waren die Kollegen vom Linux-Kernel. Die haben BitKeeper eingesetzt. Das ist eine kommerzielle Software gewesen. Allerdings konnten die Jungs vom Linux-Kernel den kostenfrei nutzen. Das war auch ein ziemlich, sage ich mal, cleverer Schachzug von den Kollegen von BitKeeper, weil damit hat sich das relativ stark verbreitet. Das Problem war irgendwann, die waren da unzufrieden damit. Ich weiß gar nicht, ob sogar die Lizenz irgendwie entzogen wurde. Auf jeden Fall hieß es so, wir brauchen irgendwas anders. Dann sind die drei
sage ich mal, Lösungen da unten entstanden, nämlich Merkle, Bazaar und Git. Die machen im Prinzip alle das Gleiche, nämlich sie sind verteilt. Git, ich habe mir gesagt, das heißt Git. Git wurde, sage ich mal, in der Nacht- und Nebelaktion von Linus Torvald irgendwie aus dem Boden gestampft, glaube ich, 2-3 Tage hat er dafür gebraucht. Dann hat er das irgendwie hingeschmissen und dann haben das andere Leute weiterentwickelt. Und was ist jetzt der Vorteil? Ich habe nicht mehr dieses Monolithische, ich habe einen Server, wenn der down ist, dann kann ich nichts machen und alle müssen irgendwie das da reinfrickeln. Also man muss sich immer einigen, wenn der eine gerade, sage ich mal, Schrott committed hat, dann hat der andere den Schrott ausgecheckt. Shit in, shit out. Bei Git ist es so, ich kann lokal committen, ich brauche kein Netz, ich kann vollkommen autonom arbeiten, ich kann zwischen jedem Git-System quasi die Sachen austauschen und kann quasi theoretisch fully meshed arbeiten. Und jeder kann auch noch seine eigenen Entwicklungszweige betreuen. Aber ich weiß nicht, war jemand am Montag im Git-Workshop? Git-Workshop? Nee? Okay. Ich werde das dann trotzdem einfach großzügig überspringen. Was ist auf jeden Fall der Vorteil? Ich hatte es schon gesagt, ich kann lokal committen, ich kann mir einen Branch ausbrechen, wo ich irgendwas ausprobiere, den ich später wieder integriere oder ich schmeiße ihn weg. Ich kann bestimmte Stände mir markieren mit Tagging. Meistens sind das dann irgendwelche Versionen, keine Ahnung, bei Software, die man veröffentlicht, sind das Versionsnummern. Wie gesagt, ich kann offline arbeiten, ich kann im Zug arbeiten, ist das vollkommen egal. Und wie gesagt, ich kann direkt den Code zwischen den Beteiligten austauschen. Das sieht dann ungefähr so aus. Ich hatte vorhin gesagt, das ist eigentlich zentral, aber dezentral, aber in den meisten Projekten ist es so, ich habe einen Laserpointer, muss ich anmachen. Ich habe hier zwar überall eigentlich jeder sein eigenes Versionskontrollsystem, aber organisatorisch bietet es sich an, irgendwo einen zentralen Punkt zu haben, wo man sagt, Leute, da ist unser Entwicklungsstand, da sind unsere Sachen abzuholen. Und das ist dann oftmals, wird es als Origin bezeichnet. So. So viel zur Theorie. Jetzt schwenke ich mal auf die Monitoring-Plugins und mache erstmal einen harten Schnitt, weil ich dann mit was anderem weitermachen will. Monitoring-Plugins, wir sind eigentlich ein recht großes Team, zumindest sieht es so aus. Ich glaube, wir sind 7 oder 8 Entwickler. Daran arbeiten aktiv sind es 3 mit mir, wobei ich würde mich vielleicht als eine halbe Person bezeichnen, weil eigentlich bin ich gar nicht Softwareentwickler. Wie kommunizieren wir? Naja, wir haben eine Mailingliste, die ist eigentlich aus historischen Gründen immer noch da, weil die steht irgendwie, wenn man die Hilfe ausgibt, steht da irgendwie drin, wende dich bitte an die Mailingliste. Aber das ist eigentlich nicht das, was die meisten wollen. Die meisten wollen irgendwie ein Web-Interface haben, wo sie klicken können, irgendwas dagegen schieben. Aber wir haben es noch da aus Legacy-Gründen. Und wir haben über die Mailingliste erstaunlicherweise auch noch Codebeiträge, obwohl die meisten eigentlich das anders einreichen. Aber wir haben da direkt noch Patches, die irgendjemand aus seinem Git rausgefrickelt hat. Git, Entschuldigung. Der schickt uns dann die Patches da. Aber was viel häufiger ist, wir haben halt Issues, machen wir auf in einem lustigen Webinterface, in dem Fall GitHub. Das heißt GitHub. Codebeiträge oftmals via Pull-Requests, was eigentlich recht gut ist, weil man kann dort in diesen Codebeiträgen diskutieren. Derjenige, der den eingereicht hat, kann ihn noch bearbeiten. Und das ist eigentlich viel besser als Patches durch die Gegend mailen, weil wenn ich dann einen Patch durch die Gegend maile und dann bekomme und mir angucke und dann sage ich so, ja, das ist schon nicht ganz schlecht, aber da müsste es noch was ändern. Ja? Dann fängt er wieder an, schickt einen neuen Patch in der Hoffnung, dass das dann auch da alles da drin ist. Auf jeden Fall ist das recht schwierig. Ja? Kommunikation, sind wir noch recht konservativ unterwegs. Wir benutzen IRC. Zumindest meistens. Witzigerweise sind wir, wie gesagt, 3 Leute, die alle aktiv sind. In dem IRC-Channel wird
Englisch kommuniziert, aber wir sind alles drei Deutsche. Ja? Aber wir haben gesagt, okay, wir kommunizieren auf Englisch, weil wenn da irgendjemand reinguckt und mitlesen will, macht das keinen Sinn, wenn wir in irgendeiner Landessprache sprechen. Und nebenher lernt man da noch, sag ich mal, Englisch zu kommunizieren, das ist nicht schlecht. Wir nutzen das IRC vor allen Dingen, wenn wir irgendwie uns über Dinge unterhalten und sagen, hier, guck mal das an, was hältst du davon? Und dann, wir könnten das zwar auch auf in den Issues oder im Pull-Request, wenn wir einen gemacht haben, tun, aber da ist das recht angenehm. Und wir machen da zum Beispiel Release-Work, wenn wir jetzt gerade dabei sind, irgendwie sagen, okay, wir wollen jetzt nächste Woche releasen oder keine Ahnung, irgendwelche Sprints zum Beispiel. Wir haben letztes Jahr einen Sprint gemacht und vorletztes Jahr. Und wie gesagt, da finden Diskussionen statt. Wir entwickeln in Branches, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, wir haben einen Entwicklungsbranch, der heißt Master Branch. Dann haben wir Hotfix Branches, das ist quasi so für die schon veröffentlichten Branches, wo wir dann quasi den Fix einfach, wenn er in Master committed ist, da cherrypicken. Und wir haben Feature Branches, die sind vollkommen unorganisiert mit ihrem Namen. Da zählen Pull-Requests von externen Kontributoren dazu. Oder wenn wir jetzt zum Beispiel Dinge testen oder uns gegenseitig quasi zur Verfügung stellen wollen, dann branchen wir dafür auch. Was ich vielleicht noch nie gesagt habe, die Folien sind online. Viele Dinge sage ich nie viel dazu. Wenn jemand nie weiß, was Branches sind, da oben sieht man es vielleicht. Da gibt es einen Link zum Klicken zu Wikipedia, also wenn da jemand sich noch vielleicht die Weihnachtsferien irgendwie durchschießen will. Wir haben auch spezielle Branches, die eigentlich wahrscheinlich jeder hat. PU ist zum Beispiel Proposed Updates, der ist irgendwie ziemlich schlecht genutzt. Und wir nutzen einen Branch, der heißt Coverity Master. Da möchte ich dann noch später drauf eingehen. Was wir machen... Wir benutzen Milestones, seitdem wir GitHub benutzen und nicht mehr SourceForge, benutzen wir die Milestones und das geht eigentlich recht gut. Was wir auch noch machen ist, wir benutzen teilweise Labels, wenn wir einen Sprint machen, weil dann wird es unübersichtlich, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt unbedingt ein paar Dinge machen, die will ich jetzt vielleicht im Maintenance-Branch machen oder ich will was für das nächste Stable-Release vielleicht. Da funktioniert das nicht so gut. Das hatte ich vorhin schon mal erwähnt, Pull-Requests. Wir tatsächlich im Unterschied zu diesen Folien diese Woche erst eingeführt haben, dass wir zwangsweise jemanden haben müssen, der einen Pull-Request von jemand externen, der die einbringt, muss irgendjemand den Pull-Request, muss er drüber geguckt haben. Also ich kann jetzt zum Beispiel nicht einfach die Sachen integrieren. Da müsste irgendjemand anders noch zumindest sein Okay gegeben haben. Weil, obwohl wir im IRC kommunizieren, ist es manchmal so, dass wir da ein bisschen Schwierigkeiten haben. Da möchte ich mal. Ich habe jetzt das Problem, dass ich wahrscheinlich meine Pointe am Ende versaue, aber es macht ja nichts. Dinge einfach integrieren ist schlecht. Wir haben uns irgendwann gedacht, ja, jeder macht Fehler. Sei es, weil man zum Beispiel ganz dringend das Abendevent von der OSMC erreichen muss. Wie ich gestern zum Beispiel. Ich habe gestern noch schnell was committed und einen Pull-Request gestellt und irgendwie hat dann aber die, haben die Tests irgendwie gesagt, nee, da passt was nicht. Wir haben schon recht frühzeitig Tests mit unserer Software ausgeliefert. Die konnte jeder laufen lassen, wenn er sie kompilieren wollte. Schon recht frühzeitig. Aber wie ist es in der Entwicklung? Naja, man denkt sich, ja, das war eine kleine Änderung, das ist nicht weiter dramatisch. Ja, wer startet dann noch die komplette Testumgebung durch? Das ist halt schwierig. Manchmal macht man das nicht. Deswegen haben wir die Gelegenheit genutzt und haben gesagt, okay, da gibt es solche Dinge wie Continuous Integration. Wenn wir in unserem Fall jetzt zu GitHub committen, dann
kann man da Integration anstoßen und da wird dann automatisch jedes Mal ein Make-Test durchgebaut und wenn einer der Tests fehlschlägt, dann müsste Folgendes passieren. Und zwar sehen wir, wenn es ein Pull-Request ist zum Beispiel, das war jetzt vom Gerd, der ist schon etwas älter, aber das ist immer noch so, dann hat man quasi hier die Integration und wenn diese Tests, wenn die Tests alle positiv waren, dann steht jetzt hier so, okay, kein Problem. Und wenn ich jetzt auch keinen Merge-Konflikt habe, dann kann ich hier unten theoretisch gleich quasi YOLO-Ops-mäßig da auf den Knopf drücken und wir haben den Spaß integriert. Was könnten die Probleme dabei sein, wenn man so eine Integration macht und quasi so einen Workflow hat, so wie ich gestern Abend? Das war, muss ich sagen, nicht so ganz gut von mir. Man hat das Problem, dass wenn jetzt die Tests, die man macht, nicht besonders gut sind, könnte man natürlich Dinge nicht feststellen. Wenn man es wie wir zum Beispiel macht, externe Infrastruktur einbindet, ist die Frage, wie zuverlässig ist das? Also wir haben zum Beispiel gelernt, dass bei Travis, wo wir das machen, das sehr oft auch fehlschlägt und wir haben natürlich auch Tests, wir wollen, keine Ahnung, Check HTTP testen, ja. Ich könnte natürlich jetzt alles in meiner Testumgebung alles installieren und machen, aber dann baue ich für die Testumgebung alleine für einen Test wahrscheinlich eine Viertelstunde, 20 Minuten, das ist nicht sinnvoll wahrscheinlich. Das heißt, wir testen zum Beispiel auch externe Ressourcen. Und wenn die jetzt nicht erreichbar sind, weil wir ein Netz brauchen und es geht nicht, dann schlägt der Test fehl. Das ist schwierig. Und natürlich ist auch die Infrastruktur, die wir da benutzen, die ist nicht in unserer Hand. Das heißt, wir testen, nehmen die zwar, aber die kann theoretisch auch von einem Tag auf den nächsten ein Problem haben. Was machen wir noch? Wir machen eine statische Code-Analyse bei Coverity. Das ist ein Dienst in der Wolke. Der ist für Open-Source-Projekte kostenlos zu nutzen, im Sinne von frei wie Bier. Und wir machen da quasi einmal die Woche, mergen wir da einfach in diesen speziellen Branch, den ich vorhin erwähnt hatte. Und dann lassen die da eine statische Code-Analyse drüber laufen, sowas wie Memory-Leaks und solche Sachen. Und die werden uns dann gemeldet. Und die malen auch lustige Graphen. Im Übrigen, ich habe nicht verstanden, was das hier sein soll, weil angeblich sind die behoben. Normalerweise müsste da oben irgendwas nach unten gehen, falls irgendjemand eine Idee hat, was das sein soll. Ich wäre daran interessiert. Nachdem das jetzt so aussieht, als würden wir eigentlich hauptsächlich externe Infrastruktur benutzen, ja, das sieht nach außen hin so aus. Aber nachdem wir von SourceForge weg mussten, war das uns irgendwie nicht so ganz geheuer. Das heißt, wir haben eine eigene Infrastruktur, wo unsere Webseite gehostet wird. Wir haben natürlich einen Git-Mirror, weil wer weiß, was da auf GitHub passiert. Notfalls können wir da zumindest zurückgreifen und wir betreiben natürlich unsere sehr stark frequentierte Mailingliste. Ich habe die Woche noch eine Folie einbauen müssen, weil natürlich alle Welt zu OSMC Releases macht. Wir haben letztes Jahr im Herbst den letzten Sprint gehabt und haben da eigentlich ziemlich viel umgebaut und gemacht. Und dann waren wir eigentlich ganz stolz, dass wir viel erreicht hatten. Dann sind wir auseinandergegangen und ja, dann ist eigentlich nichts passiert, fast ein ganzes Jahr. Und vor zwei Wochen sind wir dann aus irgendwelchen Gründen wieder zusammengekommen, Aktivität in unserem Kanal und irgendwie frage ich so, vielleicht wollen wir mal das, was wir da letztes Jahr gemacht haben, mal releasen. Und dann ist so, naja, eigentlich kein schlechter Zeitpunkt, weil ist ja jetzt ein Jahr getestet worden, lag ja lange genug rum. Da haben wir noch ein, zwei Sachen implementiert und haben das nochmal eine Woche liegen lassen und dann haben wir am Montag dann, wie ich gehört habe, machen das auch anders so, dann schnell getaggt und dann war es quasi schon fast released. Ja. Zum Glück ist Holger nicht da, der würde was anderes behaupten. Okay. Aber wir hatten ja, habe ich jetzt über ziemlich viele externe Ressourcen gesprochen.
ja, die nutzen wir als Monitoring-Plugins, weil wir sind ja nur drei Leute und wir haben das Ganze ja auch nichts gemacht eigentlich und irgendwer müsste dann Infrastruktur betreuen. Und da reicht schon unsere eigene, die wir da noch so am Rande laufen haben, aber eigentlich, wenn man in einer Firma ist oder wenn einem Dinge wichtig sind, damit will ich nicht sagen, dass uns Dinge nicht wichtig sind, aber dann will man das schon irgendwie unter Kontrolle haben. Okay, was habe ich für Möglichkeiten, jetzt irgendwie sinnvollerweise heutzutage mit einem Webinterface und anderen Dingen mein JIT zu hosten? Okay, ich habe GitLab und Gox. Kennt irgendjemand Gox? Oh, doch, ganz schön viel. Okay. Also, GitLab ist, ist eigentlich, wenn man sich das so anguckt, eine Lösung, die ziemlich viel bietet und eigentlich relativ konkurrenzlos ist. Ich habe mir das auch hier sagen lassen von den Kollegen von NetWays, die sehen das ähnlich, als ich darauf angesprochen habe. Es gibt da eine Community Edition, die ist meiner Meinung nach schon relativ umfangreich. Und es gibt eine Enterprise Edition. Die hat dann so Dinge wie LDAP-Anbindung und, glaube ich, seit kurzem Zeiterfassung. Also man kann quasi in den Issues und so weiter auch mitschleifen, wie viel Zeit man da rein versenkt hat. Logischerweise macht man das natürlich dann in der Enterprise Edition. Man könnte das Ganze als Open Core bezeichnen, so wie Nagios das macht. Der Vorteil von GitLab ist, ich habe eine relativ große Gemeinschaft, also da arbeiten eine Menge Leute dran. Die sind innerhalb von einem Jahr von 10 Leuten auf über 300 Leute gewachsen, also allein in der Firma. Natürlich haben die jetzt genug Sales an Bord und so, aber die haben auch genug Ingenieure. Moment, ich wollte euch natürlich zeigen. Gucken, ob ich meine Shortcuts auswendig kann, wie das Ganze aussieht. Das ist schon sehr nett alles. Ich habe jede Menge Features. Ist ganz was anderes, als wenn ich da nur auf der Konsole unterwegs bin. Und wir haben ja vor uns schon gehört, beim anderen Jan, niemand will mehr Konsole machen. Alle nur noch Webinterface. Und ja, das ist die eine Lösung. Die ist relativ mächtig. Wenn man es nicht ganz so mächtig will, dafür aber vielleicht etwas flotter, dem kann ich Gox empfehlen. Die haben zum Beispiel LDAP-Support, ja? Was man vielleicht haben möchte, wenn man auf den ganzen anderen Kram verzichten kann. Jetzt muss ich mal wieder darüber gehen. Und zwar sieht es da folgendermaßen aus, dass optisch gesehen jeder, der auf GitHub schon mal unterwegs war, findet sich da sofort zurecht. Ja. Und wenn es auch das gewesen sein sollte, also wenn man wirklich bloß ein Git-Hosting will und vielleicht ein Issue-Tracker und solche Geschichten, dann ist das eigentlich genau das Richtige. Ja. Also ich finde es recht nett. So, jetzt muss ich meinen Tab wieder zukriegen, ohne dass ihr davon was merkt. Wie gesagt, das lohnt sich anzugucken. Wenn man ein bisschen mehr will, bleibt eigentlich nur irgendeine kommerzielle Lösung oder halt GitLab. Okay, ich habe vorhin über Continuous Integration gesprochen. Was ist denn das eigentlich? Naja, das ist eine Entwicklungspraxis, bei der man relativ oft seinen Quellcode veröffentlichen will, indem man ihn in die Versionskontrolle eincheckt. Und zwar in den Origin normalerweise, weil da ist eigentlich alles angekoppelt. Ja? Und dort nimmt man dann, so wie wir das bei uns gemacht haben, wird es quasi geprüft über Mechanismen, die man da ankoppelt. Und die Entwickler und Projektmanager, wenn es welche gibt, also bei uns bei Monitoring-Plugins, gibt es zwar formal einen, aber wir sind eigentlich alles Gleiche. Aber wenn man jetzt in der Firma ist, gibt es Projektmanager, die wollen natürlich wissen, okay, ist jetzt alles kaputt, werden wir nächste Woche releasen können. Und da möchte ich Bescheid wissen, wenn sich quasi der Status ändert. Also wenn jetzt quasi meine Entwicklungsbranche zerbricht, dann möchte ich informiert werden und ich möchte natürlich wissen, wenn er wieder ganz ist. Wenn er ganz geblieben ist, interessiert mich das nicht, dann muss ich nicht notifizieren.
Und warum will ich das? Naja, wie gesagt, ich möchte auf jeden Fall verhindern, dass ich mir irgendwelche Regressions einfange. Das heißt, ich muss meine Testumgebung durchlaufen lassen. Und ich möchte es natürlich frühzeitig wissen. Ja? Es nützt nichts, wenn ich quasi entwickle und dann mache ich einen Big Bang Release und dann sagt man so, okay, wir wollen nächste Woche releasen, macht alle eure Tests und dann geht es meistens schief. Ja? Continuous Integration versetzt mich in die Lage, ich kann wesentlich schneller feststellen, dass es kaputt ist und damit auch wesentlich schneller arbeiten. Das heißt, wenn es kaputt ist, kann es jemand fixen ich kann da direkt ansetzen. Und ich kann durchaus auch, wenn ich sage, ich habe vernünftige Tests, durchaus auch jederzeit diesen Stand deployen. Was sind die Nachteile? Man kann es so machen wie ich und sagen, okay, da gibt es Tests. Bei mir waren das nur irgendwie eigentlich Typo-Fixes, also irgendwie Rechtschreibdinger, wo irgendwelche Fehler waren. Ich sage, okay, alles klar, da kann nichts schief gehen, commit ich. Das Problem ist aber, wenn ich schlechte Tests habe, meine Entwicklungs- und meine Testumgebung kann mir sagen, ja, ist alles total super, aber die Tests, ja, die testen genau das, was ich jetzt gerade falsch gemacht habe, halt nicht. Oder aber nur ein Teil meines Codes wird getestet. Ja, dann habe ich ein Problem. Und es kann natürlich verführerisch sein, so wie ich das gestern Abend gemacht habe, einfach gepusht und ja, na klar, Testumgebung habe ich, die wird das schon, mir schon sagen, wenn es kaputt geht. Ja. Das kann natürlich auch problematisch sein, wenn die Dinge hier oben schlecht sind. Ja. Dann habe ich mit der Kombination da unten natürlich erst recht ein Problem. Bingo. Wieso? Problem? Okay. Ich rede die ganze Zeit über CI. Wie kann ich das vielleicht self-hosted machen? Okay. Der größte Vertreter, der wahrscheinlich auch am meisten bekannt ist, ist Jenkins. Ich persönlich habe das nur mal von Weitem gesehen und ich habe es nicht verstanden. Betreiben wollen würde ich es wahrscheinlich auch nicht wollen, weil es ein Riesenmonster ist. Dann gibt es noch Drone.io. Das ist eine Geschichte, die basiert auf Docker. Da unten gibt es noch so ein Docker Jenkins. Das ist quasi, wird der ganze Kram, den man in Jenkins macht, halt einfach nur im Docker-Container ausgeführt. Und weswegen ich eigentlich darauf komme, ist, es ist mittlerweile im GitLab integriert. Das heißt, wenn ich GitLab im Haus habe, ja, kriege ich eigentlich die Continuous Integration direkt mit. Und es ist auch nicht recht schwer, das aufzusetzen. Falls euch das interessiert, wie gesagt, ich habe da Links hingemacht. Ich will euch das jetzt nicht alles zeigen und damit langweilen. Aber was kann ich damit machen? Man kann es so machen wie wir. Falls man dann im Haus eine statische Codeanalyse betreiben will, dann kann ich das tun. Ja? Also ich kann das quasi da mit dem speziellen Byte-Job quasi anstoßen. Was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist PMD. Ich komme das kontrollieren. Da kann ich ineffizienten Code finden, zum Beispiel Copy-and-Paste-Fehler. Ja? Will ich eigentlich nicht haben, manchmal nicht, zwar nicht vermeidbar, aber will ich eigentlich nicht. Ich habe auch gleich noch ein paar Beispiele, und zwar einmal für PHP. Und OCLint. OCLint ist auch sehr angenehm, falls ihr irgendwie C macht oder sowas. Der geht darüber und guckt sich auch den Code an und sagt euch, okay, da und da und da würde ich auf jeden Fall hingucken, da könnte ein Problem sein. Ja. Schwierig ist, wenn man das in Betrieb nimmt und sagt, okay, ich hau das jetzt einfach mal drauf, danach ist wahrscheinlich erstmal alles blutrot. Ja. Man sollte es halt vielleicht nicht vor einem Release machen oder aber man versteckt es irgendwo vor den Entwicklern. Wie könnte das Ganze aussehen? Ich habe jetzt hier ein Beispiel von Travis CI. Okay, das ist jetzt nicht das, was man vielleicht machen will, wenn man on-premise ist, aber es geht eigentlich nur darum, um zu verstehen, was man da macht. Es ist eigentlich nichts anderes als ein Makefile. Eigentlich wollte ich woanders hin. Ich muss ja mal runterscrollen, Entschuldigung.
Das ist relativ lang, das ist relativ gut dokumentiert, deswegen habe ich es euch auch empfohlen. Und zwar sieht das folgendermaßen aus. Ich habe so Byte-Targets, die quasi während der Ausführung ausgeführt werden in einer gewissen Reihenfolge. Und da mache ich nichts anderes, außer Dinge ausführen. Hier in dem Fall wird jetzt quasi erstmal die komplette Umgebung irgendwie so erstellt, wie ich es am Ende haben will, ja? Um dann später Tests auszuführen. Moment, wartet mal kurz. Okay, das ist nicht das richtige Beispiel, aber gehen wir mal zurück. So. Wie gesagt, in OCLint kann ich C, C++ und Objective-C machen. Das ist aber letztendlich nur ein Beispiel. Ja? Ich möchte irgendein Tool nehmen, was auf meinen Code drüber guckt und, sage ich mal, die gebräuchlichen Fehler mir einfach anzeigt. Es gibt noch Alternativen, die sind für Open-Source-Software so frei wie Bier. Ob ich die jetzt mit einem kommerziellen Produkt nutzen will oder nicht, sei mal dahingestellt, weil man letztendlich seinen kompletten Quellcode einfach mal darüber schiebt. Ja? Könnte ein Problem sein. Wenn ich Continuous Integration mache, hatte ich vorhin schon mal gesagt, eigentlich kann ich das jederzeit deployen, wenn meine Tests vernünftig laufen. Und das ist ja eigentlich genau das, wo man hin will. Ich will mich nirgendwo mehr einloggen, ich integriere das einmal und baue mir einen Mechanismus, dass unter bestimmten Bedingungen quasi mein Projekt auf den Produktivmaschinen liegt. Der vordere Teil hier ist quasi Continuous Integration. Ich baue meine Software, ich lasse die Tests drüber laufen und dann kriege ich, okay, ist grün oder ist nicht grün. Und wenn man das dann deployen will, dann wird das mit sogenannten Pipelines gemacht. Es gibt zwei Vertreter von denen, die ich vorhin genannt habe, von diesen Continuous Integration Systemen, die das auch können. Einmal ist es Jenkins, die machen das schon sehr lange. Und da gibt es ein Pipeline-Plugin, mit dem kann man das dann quasi direkt deployen und das ist relativ flexibel und man kann viele Dinge machen, aber ich finde das relativ komplex. Ja? Also wenn man schon frühzeitig Jenkins benutzt hat und das quasi in den Workflow aller Entwickler integriert ist, dann will man vielleicht das benutzen. Falls man auf einer grünen Wiese anfängt und eine steile Lernkurve will, dann nimmt man vielleicht eher die GitLab-Variante. Und auf jeden Fall kann ich dann da an der Stelle ansetzen und zwar Bedingungen definieren. Wenn jetzt zum Beispiel nach Master gemerged wird, ja, dann deploy ich auf Testsysteme, wo man die Anwendung direkt benutzen kann. Ja? Das ist die Staging Environment. Da können quasi externe Leute testen, was auch immer. Und dann kann ich über verschiedene Dinge zum Beispiel wieder in einen anderen Branch mergen oder zum Beispiel taggen, ja, oder irgendjemand knallt auf den großen Release-Button und sagt, okay, jetzt werfe ich das nach Produktion. Und dann muss ich mich nirgendwo einloggen, wenn ich die Infrastruktur einmal da habe und kann es direkt eigentlich über denselben Mechanismus wie Staging, halt nur mit anderen Zielen, direkt auf die Produktion ausrollen. Jetzt haben wir viel über Infrastruktur gesprochen, wie ich mein Projekt voranbringe, aber vielleicht möchte ich auch noch organisationsmäßig Dinge tun. Es gibt mehrere Software-Entwicklungsstrategien, wahrscheinlich hat die jeder schon mal gehört. Es gibt Kanban, Peer-Programming, okay, ich sitze mit meinem Kollegen am Rechner, hack was zusammen und er sagt, hey, was machst du da eigentlich? Und dann sage ich, naja, ich habe das und das will ich machen. Das ist mein Ziel. Und sagt, naja, ich würde das ganz anders machen. Ja, das ist eigentlich, das gibt es schon ewig. Dann gibt es noch Scrum. Scrum ist eher so ein grobes Modell. Ich möchte da nicht so wahnsinnig drauf eingehen, weil das kann man letztendlich wahnsinnig unterschiedlich gestalten. Aber Kanban finde ich ganz nett. Und da gibt es auch natürlich auch Software, mit der man das machen kann.
Kennt das jemand? Okay, das ist Trello. Wird auch von vielen Leuten benutzt, habe ich mir sagen lassen, die mit Softwareentwicklung nichts zu tun haben. Das ist einfach nichts anderes als eine riesengroße To-Do-List, wo man irgendwie sagt, hey, ist klar, ich muss mal machen und jetzt muss ich es ganz dringend machen. Und ja, aber ist kommerziell. Und wenn ich ein Softwareprodukt habe, will ich das vielleicht, wie gesagt, auch nicht da haben. Aber GitLab hat seit kurzem ein Issue Board und das ist eigentlich nichts anderes. Ja? Also ich habe da irgendwie Pull-Requests oder irgendwelche Dinge und ich kann die quasi in einen Backlog schmeißen, sagen, alles klar, das sind Dinge, die ich irgendwann mal machen muss. Und dann kann ich sie zum Beispiel wie hier jetzt in verschiedene Teams weiterreichen. Erst muss es in die Oberflächengestaltung, dann muss es ins Frontend und wenn die fertig sind, dann werfen sie es zum Backend rüber und wenn die sagen, alles klar, das funktioniert nicht, schmeißen sie es zurück und irgendwann mal ist es vielleicht dann mal auch fertig. Kann ich letztendlich aber auch genauso mit, muss ich bearbeiten, ist in Arbeit, muss getestet werden, schieben, bis ist fertig. Ja, also ist eigentlich ganz nett. Es gibt auch noch eine andere Software, da hat Michael mich letzte Woche drauf gebracht, ist letztendlich ein GitHub-Issue-Geschichte, die da aufsetzt, kann auch mehrere Repositories bedienen. Ist halt das Problem, ich muss irgendwie meine Issues bei GitHub haben. Bis vor kurzem habe ich noch ein anderes Tool benutzt, das hieß Kanboard, aber das Problem ist, bis ich das irgendwann mal benutzen kann, ja, dauert es eine Weile und da sind alle ausgestiegen. Deswegen, falls irgendjemand aus irgendwelchen Gründen eh schon GitLab einsetzt oder das plant, es kommt frei Haus. Ja. Also damit verliert man zumindest nichts. Wenn man es nicht haben will, muss man ihn benutzen, aber ist sehr hilfreich. Okay. Das war vielleicht ganz nett, aber vielleicht will man ja noch mehr. Wir waren bei der Kommunikation. Sagt das jemand was? Okay, das ist Slack. Ich weiß nicht, also ist genauso wie Trello relativ bekannt eigentlich, auch von vielen Nicht-Technikern benutzt. Kann ich alles Mögliche ankoppeln, alles kann da rein. Ich kann von Twitter über Statusmeldungen alles da reinschieben oder einfach nur als Messenger benutzen. Ja. Aber was ist, wenn zum Beispiel in den Server von Slack eingebrochen wird? Ist, glaube ich, im Frühjahr diesen Jahres oder letzten Jahres passiert. Da mussten alle ihre Zugangsdaten ändern. Nicht sehr angenehm, vor allen Dingen, wenn ich da vielleicht mein ganzes Know-how von der ganzen Entwicklungsabteilung drin habe. Was ist, wenn Slack verkauft wird und auf einmal irgendjemand anders diese Firma besitzt und dann einfach eingestampft wird, was auch immer. Gibt es eine Möglichkeit, meine Daten da wieder rauszubekommen? Ja, ich meine, die sind da drin, ich kann mich einloggen. Vielleicht geht das Server auch, manchmal geht auch nicht. Aber was ist, wenn ich die Daten haben will? Einfach, ich sag mal, im sicheren Hafen. Und es gibt natürlich eine Subscription. Da kann man jetzt sagen, okay, man will damit Geld verdienen. Aber ist halt schwierig. Manchmal spielt auch Geld eine Rolle. Ich weiß nicht, ich glaube, dieses Jahr war das, da war Folgendes zu sehen, dass nämlich Slack down ist. Es hat auch ziemlich hohe Wellen geschlagen, zumindest in meiner Timeline, in sozialen Netzwerken haben alle gemeint, so, wir können nicht arbeiten, warum funktioniert Slack nicht? Naja, da muss ich halt dann warten, bis die Jungs soweit sind. Na klar, ich muss mich nicht kümmern, ich kann es einfach nutzen, aber ich gebe halt die Kontrolle in gewisser Weise außer Hand. Das ähnliche Problem hatten die Jungs von der Software-Schmiede. Die haben auch das Problem gehabt, dass sie die Subscription nicht verlängern wollten. Sie haben irgendwie auch nicht ihre Daten daraus gekriegt, so wie es ihnen versprochen wurde. Und die hatten da massiv Know-how drin angehäuft. Und das muss man nicht durchlesen jetzt, aber das da unten ist eigentlich die Aussage, sie waren eigentlich, Entschuldigung, sie waren am Arsch. Weil sie wussten nicht, wie sie ihre Arbeit, die sie da reingesteckt hatten, irgendwie abziehen.
Deswegen gab es Leute, die haben sich hingesetzt und haben gesagt, okay, wir brauchen sowas auch. Unter anderem genau die Leute, die das Problem da hatten, nämlich von Mattermost. Dann gibt es noch eine andere Alternative, RocketChat und Zulip. Wir zum Beispiel, bei uns in der Firma, wo ich arbeite, wir haben die alle evaluiert und sind am Ende beim Mattermost hängen geblieben. Unter anderem, weil die Akzeptanz bei unseren Nutzern relativ hoch war. Und das nächste war, wir haben bei uns GitLab eingesetzt und das Mattermost, das wird halt von denen direkt mitdeployed. Die haben das integriert. Das heißt, wenn ich zum Beispiel GitLab eh laufen habe bei uns im Haus, ja, dann tut mir das nicht weh, das einfach anzuschalten. Ja, das hat irgendwie 20 Minuten gedauert. Der kann sich authentifizieren am GitLab, muss es aber nicht. Von daher ist das relativ charmant. Ihr habt zum Beispiel gesehen, die Jungs von NetWays, die haben gesagt, okay, RocketChat kann man machen. Ja. Aber für uns war das relativ einfach. Wenn ich eh schon das GitLab deployen muss, kriege ich das Mattermost direkt frei Haus. Wie muss ich mir das vorstellen? Letztendlich habe ich zwar schon Desktop-Clients, aber ich kann da relativ viel machen. Ich habe als Entwickler den Vorteil, ich habe Code-Highlight, ich kann nach meinen Dokumenten suchen, ich kann es taggen, ich habe mittlerweile sogar Hashtags, habe ich gesehen. Ich kann Dokumente reinwerfen, also Bilder, alles die Dinge. Das ist alles recht charmant. Zumindest bei Mattermost, ich kann jetzt nicht genau sagen, wie es bei RocketChat ist, da habe ich vor einem Jahr oft gehört, das zu verfolgen. Und ich kann natürlich, ich weiß nicht, wer dieses Metallding da gesehen hat, diesen Roboter, ich kann natürlich auch automatisiert Dinge da reinschmeißen. Also jeder wird es kennen, automatisiert kommen Mails, geht nicht, keine Ahnung, Job fehlgeschlagen, das kann ich theoretisch alles auch da abfackeln. Und zwar sind wir da auch direkt bei ChatOps. Klingt jetzt irgendwie, als ich das bei uns in der Firma mal angebracht habe, haben alle gedacht, so, wovon redet dieser Mensch? Gut, das sagen die oft, aber. ChatOps ist letztendlich so eine Art YOLOOps. Und Mr. Freiman, ich glaube, der ist nicht mehr da, aber er war ja hier, hat das meiner Meinung nach recht treffend formuliert. Und zwar kann ich das, was ich arbeite, ja, also die Dinge, die ich beim Arbeiten tue, bekomme ich direkt in meine Kommunikation rein. Kennt irgendjemand von euch ActDrop noch? Okay. Letztendlich ist es sowas ähnliches wie ActDrop und IRC. Ich bekomme in einem Kanal Informationen, ich kann aber auch Dinge tun. Und was ist jetzt daran neu? Naja, anstatt ActDrop habe ich jetzt zum Beispiel Hubot oder Lita oder R. Und als Client habe ich jetzt halt nicht mehr IRC, sondern ich habe eines dieser lustigen Produkte wie Mattermost oder RocketChat. Was muss ich mir jetzt darunter vorstellen? Ihr seid in eurem Channel oder in eurem Team, wie auch immer, das ist die Bezeichnung ist unterschiedlich. Und irgendjemand sagt, hey, guck mal, ich habe da was gefunden. Irgendwas scheint so ziemlich im Eimer zu sein. Und dann bekomme ich da gleich direkt in der Kommunikation, wo Leute halt kommunizieren, auch Informationen, die diese Leute interessiert, weil sie in diesem Kanal drin sind. Keine Ahnung, Entwicklungskanal oder in irgendeinem Anwendungskanal für eine Anwendung, die diese Leute betreuen. Und dann sehe ich hier so, okay, der Vorgang Nummer sowieso ist geschlossen, aber es ist direkt ein neuer aufgegangen. Oder Gabriel hat zum Beispiel gesagt, ja, alles klar, habe ich gesehen, ist ein Problem. Ja, also ich sehe quasi, wenn ich mit meinen Leuten kommuniziere, kriege ich auch Statusmeldungen rein. Und ich kann hier zum Beispiel zur Verdeutlichung eine Grafik einfach in diese Kommunikation einwerfen und jeder von denen kann es sehen. Ich kann aber noch mehr machen. Zum Beispiel, hier ist es zum Beispiel der Erik, der sagt, da ist irgendwas komisch auf einem System, nehmen wir das mal irgendwie aus Betrieb. Ja? Er schaltet es nicht aus, aber es wird aus der Produktion genommen.
Und dann sagt er, da ist ein Logfile, schmeiß das da rein. Und hier unten wird es ausgewertet von einem Bot. Ja? Der guckt es das einfach an. Und dann sagt er so, wie ist denn der Status? Und die Maschine sagt, naja, ist normal. Und dann sagt Erik, naja, aber was macht denn Apollo eigentlich? Definiere mir das. Und dann sagt er hier, alles klar, ist irgendwie ein highly available system und macht irgendwelche Notifications. Okay, also er weiß dann zumindest, was das Ding macht. Er wusste es vorher nicht, aber er hat das rausgekriegt, auf relativ einfache Art und Weise. Und dann sagt er, naja, alles klar, ab in die Produktion. Ja? Also ich muss mich nicht mal auf einer Shell einloggen, wenn ich das entsprechend designt habe, kann die Maschine aus der Produktion nehmen, kann vielleicht sogar ein Deployment machen, wie ich vorhin erwähnt hatte, einfach auf den Knopf drücken, könnte man jetzt genauso implementieren. Ja? Deployment jetzt Staging nach Production, auf System sowieso. Man kann es aber noch krasser machen. Gibt da eine Firma in Nürnberg, die macht ChatOps augenscheinlich, nutzt die, um ihr Mittagessen zu bestellen. Da kenne ich einen Kerl, der heißt Bernd und sagt, hey, wie ist denn der Status? Hey, du hast bei Sofran bestellt. Und zwar einen Döner. Und natürlich gibt es auch eine Hilfe und keine Ahnung was. Also man kann das für alle möglichen Sachen einsetzen. Ja? Wahrscheinlich hat Bernd auch in dem Chat da bestellt. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall wird man aber erinnert, dass um 11 eine Erinnerung rausgeht, wenn das Essen da ist. Nein, Entschuldigung, wenn er nicht bestellt ist. Aber ist ja wurscht. Wenn das Essen da ist, gibt es auch eine Nachricht. Cool. Falls ihr mehr davon darüber wissen wollt, ich habe jetzt hier noch ein paar Links in die Folie mit reingemacht. Die könnt ihr euch später alle mal, wenn das Schneegestöber draußen so groß ist und eure Familie euch irgendwie geärgert hat, könnt ihr euch zurückziehen und euch das mal reinziehen. So, dann habe ich hier noch die lustigen Credits für die ganzen Copyright-Nachweise und die Slides sind da zu finden. Und der Vollständigkeit halber habe ich noch hingeschrieben, dass ihr die Folien wenden wollt. Könnt, wenn ihr wollt. So, hat irgendjemand den Zettel voll? Schade eigentlich. Zu gewinnen hätte es übrigens gegeben 90 Tage in der NWS kostenlos. Vielen Dank, Jan Wagner. Kurz überlegt, so, Jan, sagst du noch Wagner dazu? Jan Wagner, alright. Erstmal einen kräftigen Applaus, bitte.